Herzlich willkommen zu Wie singe ich? Kopf- und Bruststimme. Kopfstimme mit einer Empfindung des Klangs im Kopf und Bruststimme. Ha, he, hi, ho, hu, unsere Sprechlage für die Damen. Dieses Video ist geeignet für die Damen, denn das ist ein bisschen unterschiedlich bei Herren und Damen. Der Wechsel zwischen den beiden Stimmen ist am selben Ort. Für die Frauen ist das im unteren Bereich, für die Männer eher im oberen Bereich. Deswegen konzentriere ich mich jetzt hier heute auf die Damenwelt. Zwei Empfindungen. Bruststimme mit einer Anbindung an Vibration. Wir spüren den Klang. Und Kopfstimme. Da spüren wir keine Vibration. Und es gibt ein Modell, was das sehr gut beschreibt. Es ist viel geforscht worden in den letzten Jahren und es beschreibt nämlich die Brust- und Kopfstimme folgendermaßen. Das sind zwei verschiedene Schwingungsmuster in der Stimmlippe. Wir haben hier ein Modell der Stimmlippe, die ist so quer geschnitten worden. Das ist ja ein 3D-Ding hier im Hals. Hinter den Knorpeln hier liegen die zwei Stimmlippen so und die schwingen beim Singen. Die machen so eine Wellenbewegung, kommen immer wieder zusammen, öffnen sich durch den Luftfluss von unten. Jetzt bei der Kopfstimme, bei dieser Stimme oder auch in lauteren Bereich in den oberen Lagen schwingen nur die blaue und die gelbe Schicht. Die Schleimhaut, ihr seht es, die blaue Schicht hier im Modell und das Band wie Bänder, wie wir Bänder haben in den Armen, Beinen und so. Bandschicht, das schwingt, nicht aber der Muskel. Und wir haben das zweite Schwingungsmuster, Bruststimme, in der wir auch sprechen, auch die Damen und auch singen können. Und da schwingt alles mit. Muskel, Band und Schleimhaut. Und wir empfinden das anders. Wir empfinden das, ich nenne das immer so fleischlich. Wir empfinden die Vibration im Gegensatz zu diesem ätherischen, diesem. Es ist so, dass grundsätzlich diese zwei Register, diese zwei Stimmen, die haben was mit Tonhöhe zu tun. Ups, das ist falsch. Die haben was mit Tonhöhe zu tun. Nämlich das Kopfregister ist im oberen Bereich der Stimme, hat die Blüte ist weit oben, da ist die Kopfstimme kräftig. Gegen unten wird sie immer dünner, immer dünner. Und ihr seht, in diesem Bereich, wo sie dünner, dünner wird, ist die Bruststimme kräftig, kräftig, kräftig und die wird dann auch gegen unten ein wenig schmaler, weniger laut. Ja, aber das Ding ist, es gibt einen ganzen Bereich, hier steht von klein G bis hier, dieser ganze Bereich ist eine ganze Oktave, es kann auch noch ein bisschen mehr sein oder ein bisschen weniger, je nach Stimme oder je nach gebrauchter Stimme, können wir sowohl das Kopfregister wie auch das Brustregister einsetzen. Und um diesen Bereich geht es eigentlich in dieser Arbeit, dass wir da Expertinnen davon werden. Für Entscheidungen nehme ich jetzt bei einem Stück die Kopfstimme oder die Bruststimme, um unangestrengt und auch stilistisch vielleicht passend singen zu können. Und das ist sehr unterschiedlich. In der Klassik wird die Kopfstimme sehr, sehr viel eingesetzt, Bruststimme sehr wenig. In der modernen Musik wird die Bruststimme in allen Varianten, wird dieses Register ganz stark bearbeitet, um ganz viele Farben da rauszuholen. Wir haben bei der Stimmlippe zwei Mechanismen, um Tonhöhe zu regulieren. Der erste Mechanismus ist, dass wir unsere Stimmlippe einfach von außen ziehen. Wenn man so eine Stimmlippe zieht, so ein Band, dann wird der Ton höher. Das geschieht durch den Cricothyroideus.
der die beiden Knorpel annähert und es gibt ein Langstrecken der Stimmlippe. Und das macht den Ton hoch, tief, hoch, tief. Wir können das einmal spüren, wenn wir machen. Nehmt den Mund schmal, in eine U-Form am besten. Da brauchen wir diesen Kippmechanismus, diesen Streckmechanismus der Stimmlippe. Die Stimmlippe ist, wie gesagt, nur in den äußeren Schichten am Schwingen, nur blau und gelb. Und das gibt das Gefühl dieses ätherischen Klangs. Und wir haben einen anderen Mechanismus, wie wir in den mittleren Lagen dann die Tonhöhe regulieren können. Das was ist, wenn der Muskel selber, dieser da, der rote, der Stimmmuskel, nun sich zusammenzieht. Der kriegt eine Aktivität. Und wenn er sich verkürzt, wird der Ton tiefer. So, das sind die zwei Mechanismen. Also wir haben noch einmal, um zu spüren, dieses. Und wir haben das. Jetzt sind das ein bisschen natürlich entgegengesetzte, entgegengesetzte Kräfte. Na, das macht die Stimmlippe kurz, aber es verdickt sie auch. Ihr seht, es ist genauso, es ist ein 3D-Gebilde, es verdickt die Stimmlippe. Das macht den Ton kräftig. Die zwei Stimmlippen kommen ganz dicht aneinander. Und das ist auch eine Eigenheit der Bruststimme, dass nämlich der Moment, wo die Stimmlippe zusammen ist, bevor ein nächster Schwingungsvorgang kommt, bevor die Luft wieder von unten diese Stimmlippe auseinanderbringt, der ist bei der Bruststimme länger als bei der Kopfstimme, wo nur die Ränder schwingen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Deswegen brauchen wir bei der Bruststimme sehr wenig Luft, aber wir brauchen Stabilität. Ich zeige euch, wie wir die Stütze, die Atemstütze anders einsetzen können für die beiden Register, um zu helfen, diese verschiedenen Eigenschaften zu unterstützen. Also hier haben wir einen ganz langen Schluss. Wir brauchen dann aber ein bisschen Druck, um dieses Gebilde wieder auseinanderzubringen. Wir haben hier einen tollen Muskel, der uns helfen kann mit X, X, X. Spürt mal X, X, X. Kommt es bei euch auch so raus? Hüpft es raus? X, X, X. Jetzt könnt ihr da mal bleiben. Das setze ich ein für die Bruststimme, wenn ich habe. Ha, ha, ha. Dann bleibe ich mit dieser Muskulatur hier. Noch einmal. X, x, x. Und ha, ha, ha. Stimme brauche, dann nehme ich mehr meinen Unterbauch. Ich mache. Und lasse die Luft schnell durchfließen. Also kann ich wechseln von hey nach von hey nach. Wir machen jetzt mal eine Tonleiter von oben nach unten und schauen mal, wo es natürlicherweise bei euch wechselt.
wechseln bei mir. Das kann bei euch auch anders sein. Wir machen mal einen anderen Vokal. Wir machen mal O. Da hört man es gut. Machen einen anderen. Wenn ihr das oft übt, werdet ihr merken, es ist immer ungefähr am gleichen Ort. Es kommt aber ein bisschen darauf an, ob ich von oben nach unten oder von unten nach oben gehe oder mit welchem Vokal. Aber ihr habt euren natürlichen Wechsel. Der wird auch in diesem Bereich sein hier. In diesem Bereich zwischen vielleicht eher hier so D, sage ich mal, E, F die meisten. Aber tiefe Stimmen manchmal auch schon früher. Genau. Wir gehen mal mit I runter. Und wir versuchen ihn gar nicht zu vertuschen, diesen Wechsel, der sowieso ist. Das ist eine Tatsache. Aber wir singen drauf los und schauen, wo passiert es. Ah, da passiert es. Und wenn wir jetzt das ganz sanft, diesen Übergang sanft gestalten möchten, dann müssen wir, wenn wir spüren, oh, jetzt kommt dann der natürliche Wechsel, dann müssen wir ein bisschen vom Gaspedal weggehen. Es ist immer mein Bild Autofahren. Ich muss die Kupplung drücken, vom Gaspedal weggehen, damit ich schalten kann. Und auch hier muss ich ein bisschen von meinem Luftdruck wegnehmen, damit ich ohne einen ganz klaren, so einen Klick oder so, dass ich ganz sanft, unhörbar wechseln kann. Ich mache nochmal von hier. Und jetzt merke ich so, hier kommt so eine Grenze. Ich werde leiser. Und wenn es eingehängt ist, das Brustregister, kann ich sofort wieder lauter werden. Wenn ich einfach total laut durchsinge, dann wird man den Wechsel hören. Also ich gehe kurz weg. Geschickt macht, dann ist es nicht mehr hörbar. Um dieses Wechseln der beiden Register zu üben, ist es super, wenn man auf einem Ton, zum Beispiel auf diesem, einen Ton ganz leise ansetzt. Lauter werden lässt. Und wieder leiser werden lässt. Was passiert dann? Es passiert das. Die Schwingung kommt von außen. Zuerst erfasst die Schwingung nur die Schleimhaut. Dann das Band. Und ich bin in diesem Kopfstimmbereich. Und in dem Moment, wo die Schwingung den Muskel erfasst, weil es lauter wird und mehr Druck da ist, spüre ich die Vibration, spüre ich dieses Einhängen der Stimme, spüre ich dieses Fleischliche, dann bin ich in Bruststimme angekommen. Auf demselben Ton. Und dann schleiche ich wieder raus, der Atemdruck wird wieder weniger und die Vibration, die geht wieder nach außen und nur noch die äußeren Schichten schwingen und ich bin wieder im Kopf. Und das kann ich üben, dann wird meine Stimme total geschmeidig in diesem Erfassen von verschiedenen Schichten mit Vibration. Jetzt bin ich in der Bruststimme angelangt. Thank you.
einfachsten in einer Lage. So, ich sage jetzt mal um vielleicht C, vielleicht B, C, also es ist kleines B, eingestrichenes C, eingestrichenes D, so in dem Bereich, wo die Bruststimme noch nicht sehr angespannt ist. Da kann man diesen Wechsel super üben. Dann, wenn es höher wird, werdet merken, wenn wir jetzt, sagen wir, O machen, hier. Ho, wird es plötzlich anstrengender. Hier brauche ich meinen X-Muskel. Um die Stabilität für eine höhere Bruststimme zu haben. Dann kann ich es auch ein bisschen in höheren Lagen versuchen. Sehr gut, noch einmal. Schaut auch, dass euer Brustkorb tatsächlich aufgerichtet ist. Ja, nicht das, sonst fällt es euch sofort in die Kopfstimme, weil ihr nicht genügend Druck aufbauen könnt. Also schaut, dass ihr aufrecht seid, dass ihr den X-Muskel hier habt. Sehr gut. Barbara hat ein wunderbares Video über die Vokalfärbungen in der Höhe für Frauenstimmen aufgenommen. Kann ich sehr empfehlen, wie singe ich die Vokale in den hohen Lagen. Wir haben in der Bruststimme, ich zeige euch nochmal das Modell, in der Bruststimme oben ist, die kann sehr laut sein, aber die braucht auch recht Kraft und da braucht es auch Anpassungen der Vokale. Also das heißt, wenn wir jetzt hoch belten, sagt man dem, wenn man mit der Bruststimme hochgehen will, dann gehen gewisse Vokale nicht mehr. Wir müssen das U Richtung O färben oder Richtung Ö oder Ö. Das geht auch noch. I geht nicht mehr, U geht nicht mehr oben. Wir haben nur noch so gewisse Vokale, die gehen. Also wir können einmal diese kleine Übung machen. Where's the light? Where's the light? Und wir können versuchen, in der Bruststimme zu bleiben. Where's the light? Und jetzt, wenn wir nach U gehen würden, oben, müsst ihr mal gucken, was passiert. Where's the light? Where's the love? Es kippt sofort. Also ihr könnt, wenn ihr ein U singen müsst, where's the music? Where's the music? Dann müsst ihr Richtung euch gehen, sonst geht es nicht mehr. Where's the music? Wir machen also Vokalanpassungen. Und jetzt haben wir eine Übung, da können wir das verbinden. Und zwar folgende. Denn beim Jodeln werden genau die Regionen, die Register, das Brust und Kopf, einem Vokal zugeordnet. So haben wir das bei Jo, Lu, 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 Jo, Lu, 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 Jo, Lu, Jo, Lu, 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 Jo, Yo, Lu, Lu, Lu,
Ja. Nochmal einen rauf. Ja. Zusammenfassend, was können wir sagen? Wir haben zwei verschiedene Schwingungsmuster der Stimme, der Stimmlippe. Beim einen nur schwingen nur die äußeren Schichten, beim anderen schwingt auch der Muskel mit und alles zusammen schwingt, das heißt Bruststimme. Wir spüren das hier. Wir haben für die Bruststimme, besonders in den hohen Lagen, haben wir eine große Spannung. Wir haben eine lange Phase, wo die Stimmlippe zu ist und dann muss mit Luftdruck diese Stimmlippe wieder in Schwingung gebracht werden. Wir brauchen dazu den X-Muskel. Das ist meine Bezeichnung dafür, weil man den gut spürt, wenn man X macht. Den könnt ihr einsetzen, wenn ihr Bruststimmtöne, hohe Bruststimmtöne singen möchtet. Oh, und dann bleibt ihr da und der Brustkorb ist auf. Oh, und da verbraucht ihr sehr wenig Luft, das könnt ihr ewig machen. Oh. Und wir haben das Schwingungsmuster Kopfstimme, wo nur die äußeren Schichten schwingen. Das ist mehr fluffy. Wir schicken Luft durch. Wir brauchen den Unterbauch. Wir brauchen Luftwirbel. Wir nehmen das und wir müssen die Stimmlippe. Wir müssen sie spannen können. Diese Spannung, die macht eben auch, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, dass alle Schichten schwingen. Nein, es schwingen nur noch die äußeren, denn es ist schon so gespannt. Das Stimmen, wenn ich jetzt auch noch im Muskel Aktivität hätte, dann würde das wieder zurückziehen. Und das würde unmöglich machen, dass ich so schön dehnen kann. Und andersrum, wenn ich für die tiefen Lage meine Stimmlippen verkürze, dann werden die dick. Und wenn die dick sind, ist es fast nicht mehr möglich, dass der Muskel nicht auch mitschwingt. Denn die kommen so richtig schön aneinander. Ha, ha, ha. Und ich hoffe, dass ihr ein Gefühl für diese ha, ha, ha zwei Zustände kriegt. Ha, ha, ha. Und wenn wir mit der Bruststimme in die höheren Lagen gehen, dann wissen wir jetzt, wir können nur O, Ö, Ö Vokale machen und bei U kippt es sofort in die Kopfstimme. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig diese Welt zeigen. Vielleicht gibt es ein weiteres Video zu diesem sehr, sehr spannenden Thema. Ich wünsche euch einen schönen Tag.